Herzlich willkommen zu diesem Anleitungsvideo für Pokémon Go. Heute erklären wir euch, wie Raids funktionieren. Ein Raid kündigt sich in Pokémon Go durch das Countdown-Ei über eine Arena an. Je nach Ei warten dann verschiedene Gegner auf euch. Wo und wann Raids in der Umgebung beginnen, sieht man auch über die In der Nähe-Funktion. Hier wird durch die Monsterkopf-Symbole auch der Schwierigkeitslevel des Raids angezeigt. Um an einem Raid teilzunehmen, benötigt man einen Raid Pass. Pro Tag erhält man einen davon kostenlos über das Drehen der Fotoscheibe einer Arena. Und auch nur eines kann im Inventar vorhanden sein. Wer mehr Raids absolvieren will, muss im Ingame-Shop Premium Raid Pässe für 100 Pokémünzen kaufen. Der Raid Pass wird vor Beginn des Raid-Kampfes eingelöst. Wir zeigen in diesem Beispiel einen Solo-Raid gegen einen Tyrakrok mit 5207 WP. Solo-Raid bedeutet, wir treten ohne andere Mitspieler allein zum Kampf an. Während der Countdown zum Raid-Kampf läuft, kann der Spieler sein Team zusammenstellen. Der Kampf gegen den Raid-Boss startet. Wir haben nun 3 Minuten Zeit, um den Gegner zu besiegen. Die Bedienung läuft hier genauso wie bei normalen Arena-Kämpfen. Kurzes Fingertippen für schnelle Attacken, langes Drücken für aufgeladene Attacken. Ist der Boss besiegt, erhält der Spieler seine Raid-Belohnungen und Erfahrungspunkte. Und basierend auf verschiedenen Faktoren bekommt man Premierbälle zugewiesen. Mit diesen kann man anschließend versuchen, den Raid-Boss zu fangen, natürlich als Pokémon mit normalem WP-Wert. Ist der Raid-Boss gefangen oder der 5-Minuten-Timer abgelaufen, ist die Arena für den Spieler blockiert, bis der Raid-Boss aus der Arena verschwunden ist. Viel Spaß bei euren Raids, bis zum nächsten Mal!